So, meine Süßen, lasst mich euch begrüßen. Folgendermaßen, ich mache heute doch noch ein bisschen weiter, weil ich nicht weiß, wie lange ich morgen Zeit und Lust auf Aufnahme habe. Am Dienstag habe ich zwar Urlaub, aber da kommt ja dann der Techniker. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Jagdgebiete, Brutstätten haben wir, verdorbene Zonen haben wir auch, ne? Die Jagdgebiete interessieren mich relativ wenig. Finde Taims Ring. Das mache ich jetzt mal. Einfach aus dem Aspekt her, dass ich halt weiß, wie viel Eberhäute ich jetzt benutzen kann, für mich benutzen kann. Dann wollen wir mal gucken. So. Wollen wir mal rüber. Muss ich nur gucken. Es klagt auf. Gut. Er hat gesessen. Das war's. Die anderen haben nichts bemerkt. Super. Okay. Ist jetzt die Frage, habe ich genug für eine Ladung? Nee, ne? Also dafür, dass das Metallscherben sind, mit denen die hier handeln, lassen die Maschinen, dafür, dass es riesige Maschinen sind, eigentlich wenig fallen. Was natürlich eventuell auch noch interessant wäre, wäre zu gucken, dass die vielleicht, je nachdem wie sie sterben, vielleicht dementsprechend welche fallen lassen. Wisst ihr, was ich meine? Weißt du, wenn ich was los war, aber... Will zwar nichts sagen, aber es lief ganz gut. Untersuche das Gebiet. Ja. Schwierig, die Spuren auseinanderzuhalten. Aber das hier war Time. Und ein Wildschwein. Nicht markiert. Woran starb es wohl? Schaum etwas steckt ihm im Hals. Mal sehen. Ja, das ist Times Ring. Ja, wer weiß, wo wir den rausgeholt haben. Eisspule. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Hoffen wir es mal, Aloy. Hoffen wir es mal. Lanzenhorn. Hm.
Achtung! Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so jetzt noch kriege, aber... Läuft. Hast du kurz Zeit zum Reden? Klar, hau raus. Du hast mein Leben gerettet. Ich werde es nicht vergeuden. Super. Das war... mir nicht unwichtig. Ich habe keine Ahnung, was ich mir da gerade reingepfiffen habe. Ah, so ein Gegengift, okay. Nützlich für eine alte... Ja, das läuft. Reinholz habe ich jetzt. Guck, das meine ich. Einmal ordentlich gekauft und jetzt habe ich mehr als genug. So, weißt du was? Da rennen wir jetzt mal schnell hin. Komm, drauf geschissen. Machen wir mal. Nehme ich für unterwegs mit. Beutel ist voll. Ja, kein Problem. Gehen wir mal hier rüber. Also hier finde ich, sehe ich die Dingsbums immer noch wesentlich besser. Ah, okay, die kann also nur runter. Yo. Man kann es leicht übertreiben. Aber okay. Wie bin ich denn hier jetzt hingekommen? Ich wünsche mir, bei Days Gone gäbe es auch sowas, wo man jede Ecke Reinholz findet. Es sind keine Ausgestoßene mehr. Noch am Lagerfeuer. Ja, hätte ich auch schnell reisen können. Wäre ich wahrscheinlich dreimal so schnell gewesen. Ja, komm, ist egal. War Hallo? Die Jagd erfolgreich? Ja. Ich habe die Eberhäute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich... frag ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. Kannst du doch sauber machen, meine Güte. So, jetzt will ich aber mal wieder Hauptquest weitermachen. Die Suchen vor den Toren. Ja, machen wir erstmal die verdorbenen Zonen. Großzügige Belohnungskiste. Also es lohnt sich halt schon. Das ist halt so das Problem. Ne? Deswegen ist es für mich auch gerade ein bisschen schwierig... Schaden und Abriss, Handhabung, ne? Ja, so viel habe ich jetzt auch wieder nicht. Das ist halt für mich auch so wieder so ein Aspekt, wo ich mir denke, okay, die Quests machen an sich schon Sinn. Ich muss die hier machen. Ich brauche noch einen. Erstens kriegst du ordentlich EP. Ich glaube, Stufe 50 ist das Maximale, was man, glaube ich, kriegen kann. Und zweitens kriegst du halt halt auch gute Kisten. Das bedeutet halt auch gute Rohstoffe drin. Alter, der hat gesessen. Ich finde es schade, dass der jetzt explodiert ist, weil ich wollte eigentlich gucken, dass ich den Dingsbums ein bisschen abreiße.
Ich will zwar nichts sagen, aber hier läuft es ganz gut. Gut, auf der anderen Seite, wir spielen auf normal. Wir spielen nicht auf schwer, wir spielen nicht auf Hardcore. Aber glaubt mir, ein Let's Play oder ein Stream wollt ihr nicht in Hardcore sehen. Also, bei manchen Spielen geht's, wenn die nicht so lang sind, aber Horizon Zero Dawn musste ja auch vorwärts kommen. Ich habe das mal auf Hardcore gespielt. Da musste ich einen, ich glaube, das war sogar bei dieser Quest hier. Wo ich halt auch was, eine verdorbene Zone klatschen musste. Und es war halt nicht so geil, einfach aus dem Aspekt, ja, wenn du halt ständig stirbst. Dann bringt dir das halt auch nichts. Ja, ich weiß, wo es lang geht. Das war jetzt nicht so geplant. Vertraut mir. Alter, sieht das geil aus. Kann ich nur betonen, einfach Hammer. Und das bei 90 FPS, da kann man echt nicht meckern. Ich weiß nicht, wie viel von diesen Viechern ich noch brauche. Die Jagd ist vorbei. Jetzt kommt der Kampf. Das ist auch kein Problem, das ist doch schon fertig. Weiß zwar nicht, was du da oben machst, mein Lieber, aber du hast da in meinen Augen nichts zu suchen. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich da hoch? Wie bist du da hochgekommen? Und wie komme ich an mein Loot? Ah, aber die hat sich aber nach oben gebeugt. Banditenkämpfer. Die sind aber schon angeschlagen, ne? So, ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme mit drin ist oder ob Nvidia da nur das Gameplay aufnimmt, aber manchmal muss man dann schon mal dem einen oder anderen schreiben. Ja, ich würde zwar sagen, Reinholz haben wir erstmal eine Weile genug, aber ich bin ganz ehrlich, wenn wir hier mit der Tragfähigkeit ein bisschen was gemacht haben, dann sieht das mit dem Reinholz auch wieder ganz anders aus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wollte schon sagen, ist doch ruhig hier, ihr Lümmel.
Ja, an dieses Gebiet kann ich mich erinnern. Also ich kann mich natürlich an vieles erinnern, ne? Sagen wir, sind wir mal ehrlich, so wie es ist. Guter Fund. Weil ich das Spiel halt, wie gesagt, schon zweimal durchgespielt habe. Da ist natürlich, dass einem da das ein oder andere Déjà-vu entgegenkommt, ist natürlich normal. Ja, ich will die jetzt nicht überbrücken. Vor allem sind da schon welche auf der Jagd. Meine Güte, Jungs, das könnt ihr doch nicht bringen. Was sind denn das für Krieger? Du siehst wie eine Kriegerin aus. Können wir reden? Ja, du bist dankbar, dass ich dir den Arsch gerettet habe. Ich würde gerne mit dir reden. Vielen Dank. Wenn ich dich sehe, weiß ich, was für ein Mensch ich sein will. Na, immerhin. Könnte nützlich sein, aber so. Ganz schön bitter. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, ne? Ihr habt eure Beute. Das ist super. Hallo, Häschen! Häschen! Okay, was haben wir denn hier? Verderbter Plünderer. Wächter. Die Wächter sollten keine Probleme bereiten. Der Plünderer vielleicht. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich am besten einen Ort finde, wo ich mich auch mal verstecken kann. Weil ich glaube, wenn ich hier von der linken Flanke ankomme, werde ich ein leichtes Problem haben. Deswegen gucke ich mal, wie es auf der rechten Flanke aussieht. Sieht aber... Die Maus nicht getroffen. Ja. Ist jetzt nicht so geil. Die Frage ist, wo kann ich mich denn mal verstecken? Die würde ich gerne noch nicht anbelangen. Kommen Sie, verdorbene Wächter. Einfach aus dem Aspekt her, dass ich keinen Überraschungsangriff machen kann. Natürlich gucken, ob der mich hier sieht oder nicht. Dann mal los. Oh, fuck. Was haben die? Das ist ekelhaft, das ist hier kein... Na gut, müssen wir es anders machen. Es waren aber jetzt nur die zwei, ne? Wie viele Metallscherben habe ich denn? 59. Also ich habe ein bisschen was abgekriegt, was aber nicht so schlimm ist. Es wäre ja ein bisschen einfach, wenn ich einfach alles... Yeah.
Punkte, um die Verderbnis im Tal zu vernichten. Mal sehen, ob mich das Kaja-Volk jetzt über die Berge ziehen lässt. Das müsste funktionieren. Jetzt will ich aber erst nochmal gucken. Hier müsste noch ein Wächter rumfliegen. Super. Nö, lief doch besser als gedacht. Die Frage ist, werde ich jetzt die Steine brauchen oder nicht? Weil eigentlich habe ich ja einen Lockruf. Und ich habe 3 Fertigkeitspunkte. Gut, das will ich nämlich haben. Werde ich nämlich keine Dinger mehr. Da werde ich nämlich keine Spulen mehr verschwenden müssen. Mhm. Schwarzer Rauch, rote Lumpen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdurst. Was? Schwarzer Rauch, rote Lumpen? Sei mir nicht so gemein. So, wollen wir mal speichern hier. Das nehme ich lieber mit. So, hier gibt es noch Reinholz. Ja, aber... Drähte sind, glaube ich, eher das Problem, was ich habe. Kampfgeräusche. Wurde das Kaja-Vor angegriffen? Nicht wurde, sondern wird. Geh weg, Mädchen. Die Maschinen sind gefährlich. Keine Ahnung, was da los war, aber... Oh, kann ich mal zielen? Danke. Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Tja, ihr habt doch... Die Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. Oh, komm schon. Lass sie... Ey, Leute, lass ihn doch so ein bisschen den Dingsbums, den Glauben. Nee, ich werde jetzt hier nach dem Part... Werde ich jetzt unbedingt mal meinen Rechner abbauen. Was heißt Rechner? Also meine Monitore. Weil ich das Gefühl habe... Mädchen! Dass der Gaming-Monitor vielleicht in der Mitte sein soll. Hier draußen wird es nicht wärmer. Hier wollen wir jetzt danken und ja, alles gut. So, öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los, öffnet das Tor und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Da, nach Westen, Türme. Nach Meridian. Öffnet das Tor. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Mhm. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Naja, denen ist egal, was wir gemacht haben. Oder wer wir sind oder sonst was. Denen ist nur wichtig, dass wir denen den Arsch gerettet haben. Ich würde sagen... Wer hier das Kommando hat, weiß vielleicht, ob Nakoa hier war. Ja. Ja, machen wir noch ein bisschen. Als Ärger. Mehr gibt... Du sprachst von Schwierigkeiten in den Banuk-Ländern. War ich so laut? Meine Ohren leiden wohl langsam durch all die Langbeinkämpfe. Aber es ist wahr. Ich war gerade im Schnitt.
Auf der Suche nach besseren Teilen und mehr Scherben. Und du hast dort nichts gekriegt? Nicht, wenn die Banuk ständig über neue Maschinen und sprechende Geister jammern. Da kauft keiner was. Eine Handelsroute ohne Handel ist nur eine Route. Neue Maschinen und Geister? Klingt spannend. Die Antwort habe ich erwartet. Aber ich habe dich gewarnt. Es gibt einen Pfad Alter, der hat Arme. Durch die Berge. Er liegt hinter wie dem ich Oberschenkel. Leicht zu finden. Auf der anderen Seite ist sowas wie eine Stadt. Ah, ein bisschen übertrieben, vielleicht aber. Vielleicht entscheidest du dich dort noch um. Vielleicht. Vielleicht nicht. Danke für die Information. Ich kann dir nicht helfen. Meine Aufgabe ist es, Wache zu halten. Hier. Ich mische mich in politische Dinge nicht ein. Meine Aufgabe ist es, Wache zu halten. Ich mische mich politische Dinge nicht ein. Balan. Hauptmann Balan, ich möchte etwas fragen. Erstens nach einer Nora-Frau, die hier vielleicht durchgekommen ist. Und zweitens nach dem Weg nach Meridian. Was erwartet mich auf dem Weg? Tja, hier war auf jeden Fall eine Nora. Das vergesse ich nicht. Es gab einen Vorfall. Und was dich auf dem Weg erwartet? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Es gab einen Vorfall mit Nakoa. Die Nora? Ja, einen Vorfall. Versuchter Mord. Präfekt Said kann dir mehr dazu sagen. Du findest ihn beim Hauptturm, die Treppe hoch. Warte. Said ist hier? Ist er. Hör mal, ich weiß, was dein Volk über ihn sagt. Aber er schwört, dass es eine Verwechslung ist. Wenn ein Schatten in ihm ist, habe ich es nie bemerkt. Und die Geduld, die er mit dieser Nakoa hatte, war beeindruckend. Sprich mit ihm. Vielleicht weiß er, wo sie ist. Und bitte versuche ihn nicht anzugreifen. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lakhir befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeig etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakhir sagt, man muss immer Meldung machen, und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Walid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Ja, macht bitte Sinn. Sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar, aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Okay, lustig. Begib dich nach Meridian. Weißt du was? Wir machen's so, wie ich halt Bock hab. Rede mit Said. Ich nehme einfach die Quest, die am nächsten sind. Fertig. Ganz einfach. Ich wünsche dir seid Said. Und du eine Nora. Deinem Tonfall nach hast du schon von mir gehört. Ich kann dich beruhigen. In deinem Stamm kursieren ja wohl wilde Gerüchte über mich. Aber die Nora verwechseln mich mit jemandem. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Aber der Nebel des Krieges stiftet oft Verwirrung. Leider wollen einige diesen Fehler nicht einsehen. So war es auch bei der letzten Nora, die hier vorbeikam. Ihr bestreitet eure Beteiligung an den roten Raubzügen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich war an diesen Operationen beteiligt, allerdings nur ganz am Rande. Aber all dieser Unsinn über Folter und Mord, das war ich nicht. Die verwechseln mich mit einem anderen Hauptmann. Einige Kameraden haben zweifellos Schlimmes getan. Doch Sonnenkönig Awad bemüht sich, solche Brutalität zu beenden. Sonnenkönig Awad. So. Hallo, ich hab doch... Die letzte Nora, die hier vorbeikam. Ihr meint Nakoa? Heißt sie so? Naja,
Es war eine unglückliche Situation. Sie griff mich am helllichten Tag an. Hätte einer meiner Männer sie nicht bemerkt, wäre es übel für mich ausgegangen. Aber wir konnten sie rechtzeitig überwältigen. Was habt ihr mit ihr gemacht? Gehen lassen, natürlich. Sie dachte offensichtlich, ich sei für unsägliche Dinge verantwortlich. In gewissem Sinne war ihre Tat also gerechtfertigt. Ich erklärte ihr ihren Irrtum und schickte sie dann weiter. Leider hat sie mir offenbar nicht geglaubt. Wo ist Nakoa jetzt? Das weiß ich nicht genau. Als sie ging, tobte sie, sie würde mich irgendwie zu Fall bringen. Allerdings hat die Garnison vom einsamen Fels berichtet, eine junge Frau sei von Banditen entführt worden. Vielleicht war sie's. Von Banditen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie waren ausgesprochen hilfsbereit, Präfekt Said. Keine Ursache. Der Sonnenkönig möchte sich mit deinem Volk versöhnen. Und ich bin sein demütiger Diener. Ich werde dem am einsamen Fels auf den Grund gehen. Verlasst euch drauf. Ja, tu das. Und falls es unseren Männern an Hilfsbereitschaft mangelt, bitte, lass es mich wissen. Ich glaube, der will wirklich... Der will wirklich ein bisschen... Der will schon wirklich ein bisschen... Buße tun. Also der war doch relativ freundlich. So, was ist denn die nächste Quest? Hauptquest. Die sind alle ziemlich weit weg. Die auch. Die auch. Jagdgebiete, Brutstätten. Ja. Stufe 18. So weit sind wir doch noch gar nicht. Oh, warte mal. Wir sind schon Stufe 16. Haha. Krass. Auf in die Wildnis. Ja, das ist Dingsbums. Das ist, ich kann ihn nicht trauen. Nicht nach Jans Erzählungen, aber diese Garnison ist meine einzige Spur. Also trauen würde ich ihm auch nicht, aber ich sehe seinen guten Willen. Außer er lügt dich an, dann ist er aber auch... Was war das? Ich habe keine Ahnung, was das gewesen ist. Schon wieder. Okay. Warte mal. Kannst aber replizieren, dann ist es wahrscheinlich einfach nur ein Bug. Vielleicht auch, weil die Sonne oder so aufgeht. Man kann, keine Ahnung, Wettereffekte oder sonst was. Irgendwas wird da schon sein. Ja. Gehen wir mal hier lang. Ich hoffe, ich komme da durch. Außerhalb des Heiligen Lands. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Wer die Frau ist, die aussieht wie ich. Warum sie mich töten wollen. Olins Spur führt nach Meridian. Wenn ich ihn kriege, wird er reden. Und für die Leben bezahlen, die er vernichtet hat. Ja, das kriegen wir hin. Schon wieder Regen. Ist jetzt nicht ganz so optimal. Naja, jetzt wird's wärmer. Neues Jagdgebiet. Was ist denn für ein Jagdgebiet? Viel zum... Ich... Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Jo. Weiß zwar nicht, was da alles zu finden ist, aber... Trampler. Ich will zwar nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, dass... Machen wir es kurz. Ja.
Wow. Das kannst du vergessen. Ja, natürlich. Da kommt ja noch ein Vogel. Und ich kann von diesen Dingern keine herstellen. Willst du ja nicht sagen, aber... Warte mal, der misst doch... Der liegt am Boden, hau ihn drauf! Noch einer. Was ist denn hier überhaupt los? Kann ich mal 5 Minuten Ruhe haben? Das ist ja schlimm hier. Das ist ja geil. Das kannst du gar mal aushalten hier. So. Erstmal ein bisschen was machen. So, da müsste doch auch noch irgendwo einer sein. Was geht denn da ab? Oh, wo bin ich da nur reingeraten? Also hier unvorbereitet sollte ich dieses Gebiet nicht betreten, das ist übel. Kurze Distanz. Ja, kurze Distanz, hin und her, Arschlecken. Die Frage ist jetzt, wie weit bin ich dann jetzt? Wenn die jetzt außerhalb des Heiligen Lands. Teilweise schon down sind. Weißt du was, drauf geschissen. Ich beende den Part jetzt. Es war schon übel. Ich muss jetzt erstmal Chili-Mini machen. Hier, macht's gut, Leute. Tschüss.